Möchtest du in den nächsten 5 Minuten 3.879,45 € verdienen? Oder möchtest du nach einem modellgestützten Algorithmus in einen selektiven Mischfonds mit passivem Ansatz investieren? Die Grenzen zwischen seriös und reißerisch sind gerade in der Finanzbranche sehr, sehr fließend und deswegen sprechen wir heute genau mal über dieses Thema. Hast du dich schon mal gefragt, wie es wäre, finanziell frei zu sein? Weiteres Geld zu verdienen und mein Risiko beim Investieren deutlich zu reduzieren. Wenn der Wille zur Führung da ist, dann sehe ich da kein Problem. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp Malte-Lingner und ich hoffe, du hattest bisher einen erfolgreichen Tag. Ja, etwas andere Kulisse. Lass mich gerne mal wissen, was du dazu meinst, gerade wenn wir so Videos haben, in denen wir einfach eins zu eins kurz sprechen. Bevor wir jetzt aber ins Video springen, habe ich noch eine kurze Sache. Und zwar habe ich in den letzten Wochen an einem Videokurs gearbeitet, der sich eher mit den Themen beschäftigt, Eigenkapital aufzubauen und Nebeneinkommen. Und da das für viele der größere Hebel ist, um überhaupt mehr investieren zu können, hatte ich überlegt, den Kurs zu verkaufen. Wahrscheinlich irgendwas zwischen 150 und 300 Euro. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich ihn überhaupt verkaufen will. Deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar unter allen Zuschauern, die jeweils unter den Videos kommentieren mit einem sinnvollen Kommentar, werde ich diesen Kurs pro Woche verlosen. Das heißt, wenn du Interesse an diesem Kurs hast, denn es geht in diesem Kurs um, ja, wie ich schon gesagt habe, Nebeneinkommen aufbauen und nicht darum, irgendwie eine Geschäftsidee zu pitchen, dann kommentiere einfach unter diesem Video und du nimmst automatisch teil. Like auch das Video gerne und wenn du möchtest, teile es mit deinen Freunden. Also jetzt kommen wir aber zum Thema und zwar sind wir in der Finanzbranche oftmals zwischen reißerisch und seriös. Das heißt, wir haben sehr, sehr seriös, ja, positionierte Angebote, bei denen es für, sagen wir mal, Privatanleger oftmals sehr, sehr schwer ist, überhaupt zu verstehen, was dahinter steckt und wirklich viel Vorwissen benötigt wird. Und dann sieht man das immer häufiger, gerade wenn man im Umfeld von Privatanlegern ist, womit geworben wird, wie ich auch am Anfang des Videos gesagt habe, mit extrem großen Versprechungen, mit viel Geheimnistuerei, mit schnellen Erfolgen, was immer schwierig ist, da die Waage zu finden und vor allem zu schauen, worauf vertraue ich jetzt überhaupt und was ist das Richtige, dem ich selbst jetzt folgen möchte. Und ich sehe das ja hier zum Beispiel auf YouTube oder auch auf einschlägigen Finanzseiten, wenn man sich da mal die Werbung anguckt, sehr, sehr häufig, dass sehr, sehr aggressiv und reißerisch geworben wird. Und an sich, wenn dahinter ein Verkauf steckt oder so, das ist überhaupt, ist erstmal alles gut. Sehe ich nichts Verwerfliches dran, weil ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ich betreibe den Kanal zum einen, um einen Mehrwert zu liefern, zum anderen aber auch natürlich aufgrund einer monetären Absicht, weil ich damit Geld verdienen möchte. Und ich finde es gerade für Privatanleger und vor allem Privatanleger, die sich noch nicht so gut auskennen, sehr, sehr schwierig zu differenzieren, was sind denn jetzt gute Angebote für mich und was sind schlechte. Und da sieht man ja zum gewissen Teil auch sehr stark, zum Beispiel in der Versicherungsbranche, da ist ein sehr hohes, ich weiß nicht ganz, wie ich das nennen soll, Vertrauensdefizit, also sehr, sehr viele Vorbehalte gegenüber Versicherungen, Versicherungsvertretern. Und trotzdem wird da ja sehr, sehr aggressiv geworben, was das Ganze immer mit so einem negativen Film belegt. Und in der Finanzbranche ist das, oder in der Anlagebranche nenne ich es jetzt mal, ist das nicht großartig anders. Und wenn wir jetzt nur mal alleine YouTube sehen, und da werdet ihr euch wahrscheinlich selbst am besten auskennen, sieht man das sehr häufig, dass gerade die sehr, sehr aggressiven Titel, die sehr, sehr aggressiven Thumbnails die meiste Aufmerksamkeit bekommen. Und ich selbst muss mir natürlich auch die Frage stellen, wie weit möchte ich in welche Richtung gehen und wie weit ist das Ganze noch für mich vertretbar, dass ich sage, das ist okay, ich kann damit gut umgehen und ich habe hier keine falschen Versprechungen. Denn ich glaube, davon braucht die Welt nicht noch mehr, sondern es geht darum, wirklich einen Vorteil für Privatanleger zu schaffen und das glaube ich, dass das hier mit der Dokumentation, wie ich das Ganze mache, auch möglich ist. Und an sich ist es ja auch gar nicht unbedingt notwendig, so aggressiv zu sein, um zu verkaufen. Es bringt halt oftmals nur mehr Aufmerksamkeit und wenn wir einfach eine Vorstellung in den Köpfen der anderen Person schaffen, von einem gewissen Wert, der angeblich besteht, der sich oftmals dann, wenn man sich mal die reinen Zahlen nachher anguckt, oft in sich zusammenfällt, dann ist es sehr, sehr schwierig, da den Mittelweg zu finden. Doch ich tue mich damit schwierig, weswegen ich eher immer versuche, in die Richtung zu gehen, etwas seriöser, weil es für mich so ein bisschen der langfristige Weg ist. Mich würde jetzt aber interessieren, wie du persönlich dieses ganze Thema wahrnimmst, was du selbst vielleicht deine Empfindung dazu ist und wo du sagst, wo ist für mich
eine Grenze und was sind die Dinge, die mich sowohl vielleicht bei reißerischen Sachen ein bisschen anteasern und was sind auch die Sachen, die mich bei seriösen oder seriöser positionierten Sachen eher dazu hinreißen lassen, das falsche Wort, aber eher dazu bewegen, dem Ganzen zu vertrauen. Lass uns darüber mal in den Kommentaren sprechen. Dieses Video hat wahrscheinlich einen, nicht ganz so aggressiven Titel. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht ganz so viele Aufrufe bekommen, wie wenn ich es jetzt sehr aggressiv formuliert hätte. Aber ich finde es trotzdem spannend, da mit euch darüber zu reden, so rum. Und ja, ansonsten wünsche ich jetzt euch noch einen weiterhin erfolgreichen Tag. Weitere Videos gibt es hier und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.